Ein schattiges Plätzchen am eigenen Teich ist der Sommertraum vieler Gartenbesitzer. Egal ob Folien- oder Fertigteich, nachdem der ideale Standort gefunden und der Gartenteich angelegt wurde, gilt es, Flora und Fauna richtig zu pflegen. Im DENA-Ratgeber zu Teich und Fische erfahren Sie heute die wichtigsten Schritte für eine optimale Teichpflege. Im Gegensatz zu natürlichen Gewässern fehlt einem abgedichteten Gartenteich die Möglichkeit zur Selbstreinigung. Deshalb müssen wir selbst für das ökologische Gleichgewicht sorgen. Egal ob saurer Regen, Nährstoffüberfluss oder zu wenig Sauerstoff, jede Veränderung, die das ökologische Gleichgewicht des Teiches stört, muss ausgeglichen werden. Um eine optimale Wasserqualität zu erhalten, muss diese regelmäßig kontrolliert werden. Dafür eignet sich am besten der DENA Aquawassertest. Dieser ermittelt die 6 maßgeblichen Werte wie Chlorgehalt, pH-Wert, Gesamthärte, Carbonathärte, Nitrit und Nitritgehalt. Nach circa einer Minute verfärbt sich der Streifen entsprechend und Sie können am Ergebnis erkennen, wie stark Ihr Gartenteich belastet ist. Anhand des Teststreifens kann man erkennen, dass die Wasserqualität nicht optimal ist. Um solche Ergebnisse zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die DENA Aquateichpflegelinie. Schon in 3 Schritten können Sie die Wasserqualität Ihres Teiches maßgeblich verbessern. Die DENA Aqua Basis Wasserpflege stabilisiert die Carbonhärte und den pH-Wert Ihres Wassers. Gleichzeitig neutralisiert sie giftige Schwermetalle und schädliches Ammoniak. Bei stark veralgten Teichen empfiehlt sich der DENA Aqua Algenvernichter. Dabei wird die Photosynthese der Alge gestört. Durch einen ganz einfachen Stoffwechseltrick wird die Alge ausgehungert, also auch geschwächt. Gleichzeitig wird durch einen Lichtfilter das lebensnotwendige Sonnenlicht verringert und somit stirbt die Alge mit der Zeit ab. Übrigens, andere Wasserpflanzen werden dabei nicht betroffen. Um einem starken Algenbefall vorzubeugen, empfehlen wir den DENA Aqua Algenvorbeuger. Das heißt, er entzieht dem Wasser Phosphor und reduziert dann eben dieses Algenwachstum. Im Frühjahr wird der Teich fit für die Gartensaison gemacht. Nun werden auch Teichpflanzen zurückgeschnitten und abgestorbene Pflanzenteile entfernt. Nur maximal 1/3 der Wasseroberfläche sollte mit Wasserpflanzen bedeckt sein. Auch für die Teichfische beginnt die neue Saison im Frühjahr. Ab einer Wassertemperatur von 10 Grad können Fische wieder gefüttert werden. Nach den Eisheiligen wird es Zeit, auch empfindlichere Fische aus dem Winterquartier wieder in den Teich zu setzen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Spezialfutter finden Sie im DENA-Markt in der Nähe oder im DENA-Online-Shop. Als besonderes Highlight bieten wir Ihnen eine Auswahl an Fischfutter-Snacks, die besonders protein- und ballaststoffreich sind. Beim Füttern der Fische ist zu achten, nur so viel wie nötig zu füttern. Richtig ist, so viel wie die Fische in wenigen Minuten auch aufnehmen bzw. fressen können. Alles andere ist zu viel, führt dem Teich wieder zu viel Nährstoffe zu, wieder zu viel Phosphat, Algenbildung, wir sind wieder im Kreislauf. In den Sommermonaten kann der Teichbesitzer seine Oase in vollen Zügen genießen, sollte dabei aber auch immer ein wachsames Auge darauf haben. Hohe Temperaturen, verstärkte Sonneneinstrahlung und lange Trockenperioden setzen dem heimischen Teich zu. Überprüfen Sie Wasserspiegel und Wasserqualität regelmäßig. Bei Wassertemperaturen über 22 Grad gilt es besonders, den Sauerstoffgehalt des Teiches im Auge zu behalten. Im Herbst sollten Sie Ihren Teich vor fallendem Laub schützen. Dazu kann ein Laubschutznetz angebracht werden. Steht eine Teichrenovierung, Neuanlage oder Umgestaltung an, ist der Herbst die optimale Zeit dafür. Um den Teich winterfest zu machen, werden Seerosen und andere Containerpflanzen in die frostfreie Tiefzone des Teiches versetzt. Rohrkolben und Schilf werden kurz oberhalb der Wasseroberfläche abgeschnitten. Empfindliche Pflanzen am Teichrand sollten Sie mit einem Frostschutz umwickeln oder ins Winterquartier räumen. Jetzt im Herbst bringen Sie Wasserpumpen, Filter und Wasserspiele aus dem Wasser. Reinigen Sie sie bitte gründlich, bevor Sie es ins Winterquartier einlagern. Denken Sie auch jetzt schon an Eisfreihalter und Oxidatoren, um Ihren Teich sozusagen auch eisfrei zu halten. Nicht überwinternde Fische werden ins Aquarium umgesetzt. Achten Sie dabei auf die Anpassung der Wasserwerte und den Temperaturausgleich. Fische, die im Teich überwintern, sollten nicht mehr oder nur noch mit speziellem Winterfutter gefüttert werden, wenn die Wassertemperatur unter 10 Grad fällt. In den Wintermonaten gestaltet sich die Teichpflege relativ unaufwendig. Kontrollieren Sie regelmäßig die korrekte Funktion von Eisfreihalter oder Oxidator, damit der Teich nicht komplett zufriert und somit für die Fische eine ausreichende Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist. Durch eine regelmäßige Pflege bleiben Wasser sowie Flora und Fauna klar und gesund. So können Sie Ihren Teich das ganze Jahr in voller Pracht genießen.